Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin Sörgan Schad und wir sind bei der The Division Beta. Genau, richtig. Wir haben es auch endlich geschafft, oder ich habe es endlich geschafft, auch mal aufzunehmen. Und zwar ordentlich. Ich war gestern Nacht, also am Freitagnacht, war ich schon dabei und habe das dann auch gestreamt. Leider hat es die Streamaufnahme wirklich völlig zerhauen. Ich hatte solche Probleme mit dem Upstream, dass da so viele Bugs bzw. so viele Lags reingekommen sind. Und deswegen habe ich mir gesagt, fick die Henne, du nimmst den Kram jetzt einfach nochmal ordentlich auf. Vor allem war ich gestern noch etwas unkonzentriert, weil ich erst um 12 angefangen habe nach einer Frühschicht. Von daher bin ich jetzt voller Energie dabei und brauche ich dann wenigstens nicht mit Menüeinträgen zu langweilen. Ich gehe auf ein neues Spiel und wir legen einfach mal direkt los. Herzlich willkommen beim Ladebildschirm von The Division. Agent Journey, bitte ein Kasse 2. Agent Journey, hallo. Wir müssen hier auf jeden Fall die Prozente mal ein bisschen schneller laden, ne? Das kann ja nicht sein, dass es so lange dauert, Typ. So. Männlich, weiblich. Ja, da habe ich mich gestern auch schon mit aufgehalten. Wir können nicht wirklich viel machen. Ich kann nur die Gesichter wechseln. Ich kann ein bisschen Kopf bewegen. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann jetzt auch Bart einstellen und so weiter. Das geht in der Beta jetzt wohl noch nicht. Wenn ich hier draufklicke, verändert sich das alles ein bisschen. So, hallo und herzlich willkommen. Hier, ich zeige euch den Typ mal mit Bart, ne? Wen kommt er euch bekannt vor? Das ist doch der Typ aus The Walking Dead. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie er heißt. Aber ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn. Gut. Ich werde mir jetzt mal kurz die Visage zulegen. Ja, mit Bart siehst du dann auch ein bisschen männlich aus. Nehmen wir ihn hier. Nicht unbedingt Mitteleuropäer. Ein bisschen Sonne könntest du auch mal vertragen, ne? Aber ich kann verstehen, es ist Winter. Bestätigen. Und los geht's. Hey! Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten erst gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. KTF-68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, KTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue ihm. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. So, da sind wir nun. Gleich. Der Quartiermeister ist Ihr Mann. Sie finden ihn direkt am Tor. Alles klar, danke dir. Ich brauche eine Trage hier am Dock. Jo, ich sag ihm Bescheid. So, pass auf, Leute, damit ihr gleich nicht falsche Eindrücke habt. Ich habe die Grafik natürlich hoch, natürlich nicht aufs Ultimatum. Ich muss ja noch auf meinem alten Rechner zocken. Oh, da kommen schon die Helfer. Geh mal schön durch da, die brauchen Hilfe hier. Die können nicht mehr gehen, die Frau. Ja, wie gesagt, ich muss noch auf meinem alten Rechner spielen, weil Milfcom immer den Rechner noch nicht geliefert hat. Aber ich denke,
Naja gut, bei The Division werdet ihr das jetzt zur Beta nicht mehr mitbekommen. Das wird jetzt irgendwann nächste Woche der Fall sein, dass der dann endlich mal eintrifft. Und wenn das Spiel dann komplett raus ist, am 8. März, werde ich dann auch volle Details und alles aufs Maximum knallen können. Ne, dafür bis heute mal ja auch einen Groschen, ne? So, ich mache mir jetzt erstmal auf den Weg hier zum ersten Defiler da. Der zeigt mir an, wo ich hingehen muss. Oh, hier. Ich habe auch ganz vergessen, Mensch. Fertigkeit, nicht zugewiesen. Ich muss, ich muss erstmal aufhören, so komisch zu sprechen. Pass auf hier. Genau, Fähigkeiten haben wir hier. Talente und Vorteile sind leider in der Beta noch nicht verfügbar. Technologie, also wir haben hier einmal Medizin. Das Ding, ja, ihr könnt es ja selber auch lesen, verschickt einen Spürimpuls der Gegner und Verbündete durch Mauern und Deckungen markiert. So, die Basishaftgranate, eine Granate, die nach dem Abfeuern an den meisten Oberflächen haften bleibt und explodiert, wenn sie ferngezündet wird. Und halt noch das besagte Schild, was ihr wahrscheinlich auch schon aus den meisten Videos gesehen habt. Legt einen tragbaren ballistischen Schild an, der Schaden absorbiert. Der Anwender kann bei angelegtem Schild nur die Sekundärwaffe benutzen. Ich selbst finde den Impulsgeber jetzt gerade für den Anfang sehr angenehm. Gerade um nochmal rauszufinden, wer ist Freund, wer ist Feind. Und vor allen Dingen, wo befinden die sich. Das ist schon ein enormer Vorteil. Weil man doch auch in diesem großen Gebiet öfter mal die Orientierung verliert, nicht wahr? So, hier haben wir andere Spieler. Das ist jetzt, dass es Spieler hat, wenn man das so möchte. Hier kann man sich jetzt mit den Spielern vereinen, verbinden. Wir sehen, wir starten mit Level 4. Die Top-Adresse der Stadt, sehen Sie her. Waffen. Freuen Sie sich an Manhattans besten Angebot. Okay, die Waffen sind, ja, nicht unbedingt viel besser. Also am Anfang sollte man definitiv mit der Standardwaffe starten. Man hatte eh keine Kohle großartig. Und die Anfangswaffen reichen locker aus. Waffen findet man auch zuhauf. Pennsylvania Plaza. Oh. Da haben wir auch schon die ersten Mannequin. Und jetzt können wir halt gucken, ob die feindlich sind. Bedrohung gefunden, 2. Das heißt, wir werden diese mal eben schnell ein bisschen überraschen und vom Looten abhalten, beziehungsweise vom Ausbeuten. Na? Tja, mein Freund. Dazu bist du wohl nicht gekommen. Hat er versucht, eine Granate zu werfen. Oh, ich bin jetzt natürlich jetzt selber reingelaufen in seine Chemiegranate. Dadurch sich etwas verschwommen. Es gibt sich aber relativ schnell wieder, sobald man sich aus dem Bereich wegbewegt. Nicht schon wieder welche. Doch. Wollen Sie mich abservieren? Na los, gib mir was. Also ihr merkt selbst schon, die halten eine ganze Menge aus. Das ging jetzt noch. TF-Nachschub. Nee, Auswahl überschreiben. Also wir kriegen zwischendurch Missionen in der Nähe angezeigt. Die wir jetzt natürlich erstmal... Oh. Empfange JTF-Funksprüche. Schuss durch leichte Waffen. Ups, wir sind direkt hier. Oh Gott. JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Taktisch, dann schlagen wir sie. Da hinten sind sie. Wir können durch Scheiben schießen, durch Autos. Richtig gut. Na gut, durch so ein... War richtig gut gemacht. Selbst da kommt auf jeden Fall gut Action neu auf. Und die Waffe verreist auch. Also ihr müsst ein bisschen runterhalten.
beziehungsweise die Maus runterziehen. Und dann hält man sie auch relativ gut in der Mitte. Ziel sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Ohne sie, eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Sie greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Ich bin stolz, mit ihnen zu kämpfen. Ja, alles klar, Männer. Genug der Lobe. Der Lobheißung, der Lobride. Die Performance hält sich sehr schön stabil in der Beta, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe so gut wie 0 FPS-Drops. Sehr angenehm. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Oh, scheiße. Da sind ein paar. Einheit 43, Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Oder auch Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe! Martinez, zur Flanke! Los, los, los! Oh, fuck, 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 Treffer. Und wie ihr schon wisst, das ist ein Deckungsshooter. Oder deckungsbasiert. Das heißt, seid ihr ohne Deckung und kriegt Schaden ab, dann ist es relativ schnell vorbei. Oh, irgendwann erwischt mich hier die ganze Zeit. Obwohl ich hier hinterstehe. Okay, das ist einer von uns. Ich werde jetzt auch was abgeknallt. Da hinten. Komm vor. Die Entfernung ist das natürlich jetzt ein bisschen. Scheiße, er wirft eine Granate. Okay, vorher ist er weg. Noch einer. Okay. Wir müssen doch mal ein bisschen offensiv rangehen. Manchmal geht's halt nicht anders. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Ja, diese grünen Zeichen oder diese grünen Säulen markieren euch Loot. Loot in dem Raum, den ihr aufsammeln könnt. Das sind denn wie jetzt eben gerade Reflexvideo. Ich zeige euch das mal im Inventar. Pass auf. Also, wir haben hier jetzt unser Inventar. Die Sachen, die wir jetzt neu gefunden haben, werden meistens durch so ein Ausrufezeichen markiert. Wir haben bis jetzt bloß Waffen-Updates bzw. Sachen gefunden, die für die Waffen sind. Und zwar ein Reflexvisier, zwei Stück und einen vertikalen Griff Ocker. 3% anfängliche Stabilität. Das ist schon mal ganz gut. Und das können wir auch ausrüsten. Gerade für unsere Main-Waffe empfiehlt es sich natürlich jetzt. So, hier haben wir sie jetzt im HUD drin und können jetzt die einzelnen Mods auf die Waffe packen bzw. einfügen. So, den vertikalen Griff Ocker möchte ich natürlich erstmal auf unserem M4 haben. Mündung haben wir nicht, aber eine Optik. Ups. Optikmodus können Grundschaden, Reichweite und den Schaden bei Kopfschüssen steigern, sowie den Rückstoß vermindern. So, das haben wir jetzt zweimal dasselbe Reflexvisier. Das ist an sich jetzt ganz praktisch, weil wir so jetzt auch die MP5 auch noch mit einem Visier ausstatten können. So, dann werden wir mal uns ins Innere begeben. Ich sollte vielleicht auch einfach nicht mal dran vorbeirennen. Dann wird das nämlich besser. Dann sehen wir auch mal was von innen drin. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt.
Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Hey, das sollten Sie sehen. So, hier haben wir eine Munibox. Beziehungsweise können wir dort sämtliche Sachen auffüllen. Genauso wie unsere Medipacks etc. Die sind ganz gut, die stehen auch oft in der Map öfter rum. Hier ist unser Lager. Ja, Lager ist leer. Ups, das wollte ich noch nicht. Da habe ich jetzt gerade schon wieder eine Fähigkeit dazu gekriegt. Nein, noch nichts. Schade. Hey, was darf sein? Gut, Waffen entladen wir schon. Ausstattungshändler. Wenn ich es nicht habe, brauchen sie es auch nicht. Genau, hier können wir natürlich einzelne Kleidungsstücke noch kaufen, die uns von der Rüstung her auch noch helfen. Tut mir leid, dass sie nichts zusagt. Modshändler. Modshändler sind jetzt die Waffenmods. Alles natürlich nicht erschwinglich gerade für mich. Reflexvisier aber auch nicht groß, außer den Schalldämpfer und das Schnellwechselmagazin. Nichts dabei, was wir jetzt unbedingt benötigen. Ja, die Fertigungsstation ist leider in der Beta nicht verfügbar. Aber hier haben wir doch. Brauchen Sie. Denken Sie immer daran. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst. Und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Alles klar, Pübi. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Okay. Okay, das bringt uns noch nichts. Wir müssen jetzt also erstmal der Mission folgen. Dazu gehen wir einmal auf die Karte. Einsatz. Den markiere ich mir jetzt. Okay, das ist jetzt... Ups. Das ist jetzt Manhattan, so wie ich das mitgekriegt habe. Das täuscht auf der Karte, also dieses Gebiet ist doch wesentlich größer, als man sich das jetzt so auf der Karte vorstellt. Ich bin den Scheiß halt schon abgerannt und das ist echt massig. Ach so, jeden Flügel untersuchen, das ist jetzt der erstmal die Hauptmission. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich.
Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. So, gut, den Bereich haben wir jetzt. Mission Feldlazarett. Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie, besonders die Leiterin Jessica Kendall, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Ja. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Habe ich jetzt gerade ein Dietrich-Set gekriegt? Habe ich das richtig gesehen? Mitten auf der Straße. Also ist der Loot liegt auch einfach auf den Straßen rum. Manche verlieren halt Special-Loot, manche bloß kleine Items, die ihr so nebenher benutzen könnt, um zum Beispiel Türen aufzuschließen etc. Okay, hier scheint schon der Bereich zu sein. Die Möglichkeit besteht jetzt, dass ich jetzt noch mit anderen Agenten diese Mission zusammen mache. Wir können das ja rein theoretisch mal ausprobieren. Geh-Schwierigkeit halten, Spielersuche. Hey, danke für Ihre Güte. Okay, bei der Anfangsmission wird man jetzt nicht großartig jemanden haben. Leider von meinem Menace keinen Beta-Key. Sonst würde ich das natürlich mit dem machen. Von daher lassen wir das erstmal. Das kriege ich bestimmt auch alleine hin. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Kendall und ihr Team gefangen. Wir brauchen ihn, der Feuerwehrschlauch. Für unsere medizinische Abteilung. Stell mich da direkt an die Bombe ran. Ja, Mensch. Und du? Ich bin highly verwundet jetzt hier. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Ja, jetzt muss ich mir schon so ein Medipack drücken. Oh oh. Fuck. Ja, die halten nicht nur viel aus, die stecken teilen auch mal gut aus. Super, die quatschen da hinten, während ich hier am Ballern bin. Wow, was? Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Wachpersonalweste. Okay, dafür muss jetzt mal kurz Zeit sein. Wir ziehen uns jetzt die Weste an und haben dadurch natürlich mehr Arme. So. Er hat jetzt nichts fallen lassen. Leider. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Tja, aus den Verwundeten können wir gleich noch ein bisschen was anderes machen. Halt, hier ist irgendwas. Seht ihr das oben auf dem Mil- Da, genau die Tasche. So eine Sachen verstecken sich überall auf der Welt. Oder zumindest hier in
Das ist jetzt gerade ein bisschen so. Was habe ich jetzt gefunden? Ein Brandgeschoss. Immer mal auf die Minimap oben links achten. Da wird euch das auf jeden Fall angezeigt, wenn es euch nah bei euch, wenn es sich nah in eurem Bereich befindet. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Okay, jetzt kommen wir hier wieder zu unserem Sensor. Okay, 3. Fuck. Nein. Nein. Boah, fick dich. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Weitere Feinde. Lass mich da erstmal die wegmachen, die noch hier sind. Eine Schande ist das. Alter, scheiße. Die treffen aber auch. Oh, oh. Oh, oh. Alter, ihr wisst schon, dass ich die Mission ja alleine mache, ne? Oh Gott, Lila. Das dürfte dann mal rein theoretisch einen stärkeren Schwierigkeitsgrad des Gegners darstellen sollen. Okay, so schwierig war es jetzt noch nicht. Und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobis. Okay. Ich hab wenigstens ein paar Sachen fallen lassen, das finde ich gut. Rekrutenrucksack. Das mal aufnehmen. Diese Medi-Bags. Diese Erste-Hilfe-Bags hier, die findet ihr öfter mal in sämtlichen Bereichen. Also einfach auch in eurer Umgebung immer umgucken. Braucht ihr definitiv. Gerade wenn so Missionen sind. Was haben wir hier? Okay. Bisschen was aufgenommen. Dann Munition. Was haben wir hier? Schutzpaket. Wir gucken mal kurz ins Inventar, jetzt gerade wo die Lage ruhig ist. Rüstung. Rekrutenrucksack. Ach, den kann ich noch nicht, weil Stufe 5 erforderlich. Also wenn wir erstmal das Schutzpaket nehmen. Ich habe doch hier aber noch was gefunden gerade, oder nicht? Hm. Egal, muss warten. Bis wir Stufe 5 erreicht haben. Es heißt, die hätten den Garten ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Habe ich so verstanden.
Auf jeden Fall eine sehr geile Kulisse. Durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Will da oben hin. Ich nehme nur, was mir zusteht, klar? Kann ich das auswählen? Also, Leertaste gedrückt halten. Er wird direkt zu der Position, bei der er in Deckung gehen soll, rennen. Und das auch noch selbst duckend und schnellste Route. Was sagst du noch? Du stehst da hinter der Limonade. Und ich werde gleich deine Ketchupdose kaputt machen, mein Freund. Oh, da hinten. Ohne Deckung ist aber am beschissensten. Das wisst ihr ja, das habe ich euch schon erzählt. Den müssen wir also so schnell wie möglich kaputt machen, den Typen. Fuck. Komm, 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 komm. Na? Okay, keine Bedrohung gefunden. Das heißt, jetzt kann ich erstmal davon ausgehen, dass erstmal keiner hier ist. Und ihr vergesst einfach mal, dass ich gerade zweimal erstmal hintereinander gesagt habe. Soll es vergessen. Das ist die Ärztin. Die anderen Ärzte. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Was? Warnung. Warum? Feinde entdeckt. Oh ja. Natürlich bringt es immer mehr auf den Kopf zu schießen. Ihr merkt selbst, wie schnell die dann umfallen. Das ist kein fairer Kampf. Findest du? Dann geh doch weg. Ich muss mal kurz nachladen. Jetzt hast du eine Chance, mein Freund. Oh, fuck. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest! Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Munition aufsammeln, wenn es recht ist. Doppelläufige Schrotflinte. So, ihr flieht hier. Ach so. Das einzig Verwirrende ist immer, dass man springen will mit Leertaste und das dabei auf der Steuerungstaste ist. Also okay, habe ich jetzt wieder ein bisschen Munition für. Jo. Wie kann denn das leer sein? Jetzt sind mal eben schnell 600 Schuss eingesammelt. Das war auf jeden Fall mal, also um mal kurz so einen Break zu machen, ein schickes Diner hier, oder? Sehr praktisch mit der Aussicht von oben. Das sieht echt nicht schlecht aus. Gibt's sowas in Amerika wirklich? Das wäre ja cool, ne? Da würde ich immer hingehen. Ja, Leute, ich war leider noch nicht in Amerika. Das ist ein ganz großes Ziel von mir, da auch mal hin zu reisen. Aber, alles zu seiner Zeit. Erstmal begnüge ich mich mit den amerikanischen Städten von The Division. Aber das kommt ja ungefähr dem sehr nah, nicht wahr? Und hier darf ich auch gleichzeitig noch Leute erschießen. Ich denke, da würde ich in Real Life ein paar Probleme kriegen. Nehme ich nur an. Ich kann es natürlich voraussetzen. Ich möchte nicht Falsches sagen. Alpha-Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach.
Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feinfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Geht doch nicht in Deckung. Ah ja, noch ein kleiner Tipp. In den Rücken schießen ist bei denen eigentlich am wirksamsten. Das ist sozusagen die ihrer Achillesferse. Und Hutch gibt mir da gerade ein bisschen auf den Sack rum mit seiner Position. Boah, Alter. Ruhig dich doch mal. Kommt doch jeder dran. Ihr merkt selbst, ich verballer hier zig Magazine. Kommen denn da noch? Ich hätte auch nichts dagegen, meine Position mal ein bisschen zu verändern, auch wenn die hier gar nicht so schlecht ist. Aber ein bisschen näher ran. Boah, Hutch. Jetzt kommt der näher, der Typ. Nein! Uiuiui. Nicht den Kopf rausragen lassen. Kennt man doch. Boah, Alter. Jetzt kommt er mir auch noch näher. Was hast denn du für eine Knarre, Typ? Boah. Nichts gebracht, na geil. So dass er sich da akkurat wegrollt. Fuck. Jetzt habe ich erst seine Schilder runter. Trifft jetzt aber. Ne, auch nicht. Kann nicht wahr sein. Ja, ran, los. Meine Güte. In Sicherheit gebracht. Kendall und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Wir sind doch so ein gutes Team. Sie hängt da am Funk, weißt du? Was haben wir denn hier? Reparaturschoner. P mal 4. Sturmtyp F. Sehr cool. Ist hier wahrscheinlich... Ah, Munitionskisten. Ah, die stehen hier auch in der Welt rum. Was der alles mitschleppt. Ich will gar nicht wissen, wie viel der Rucksack wiegt. So, jetzt sammeln wir hier erst noch mal so ein bisschen Krams ein, der hier so rumliegt. Und gucken uns vor allen Dingen mal an, was wir jetzt gerade Schönes bekommen haben.
So. Ausrüstung. Ein paar schöne Schoner. Motorradschoner haben wir die ganze Zeit an. Wir wollen uns mal die Reparaturschoner anziehen. Die Rüstungswerte sind wesentlich besser. Nein, das war jetzt nicht alles, oder? Ich habe gedacht, die haben noch mehr gekriegt. Was haben wir jetzt hier noch gefunden? Ein Holovisier. Optimale Reichweite. Das Holovisier. Optimale Reichweite. Ich würde das gerne auf die... Ich mache das mal auf die M4 drauf. Auf der MP5 bringt mir das eigentlich nichts. Holovisier. Sehr schön. Das kennen wir doch, das Holo. Holo Sight heißt es bei Battlefield. So. Und auf zum nächsten Point. Jesse, bin da. Ich bin zu Haus. Ich wünschte, ich könnte selbst heraus. Hallo Jessica. Du siehst etwas orange aus. Wo sind die? Hä? Ach, F drücken. Okay. Oh, Zwischensequenz. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Sind alle etwas gehässig hier. Lass uns alle mal ein Snickers essen. Flügel kann ausgebaut werden. Ah, jetzt darf ich den Laptop benutzen. Ich gucke. Hallo? Wo ist denn das F-Zeichen jetzt? Okay. Oh, Sicherheitsabstand. Eine Armlänge. Quarantäne. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Der medizinische Flügel erfordert Medizinflügelgüter für jeden Ausbau, den Sie vornehmen wollen. Man erhält Medizinflügelgüter, indem man medizinische Einsätze und medizinische Kämpfe abschließt. Flügelfortschritt. Jeder Ausbau trägt prozentual zum Fortschritt des Flügels bei. Jeder Flügelausbau entsperrt eine Fertigkeit, Fertigkeitenmods oder Talente. Ah, jeder durchgeführter Ausbau bringt Ihnen einen oder mehrere Vorteile ein. Alle Vorteile sind im Vorteilereiter des Fähigkeitenmenüs aufgelistet. Führen wir den ersten Ausbau durch. Sieht perfekt aus. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich bringe Ihnen eine gute Flasche Wein mit. Neue Fertigkeit und neue... Neue Fertigkeit und neuen Vorteil. Okay, wie ihr jetzt selbst seht, ist das so die einzige Hauptmission, die großartig... Ah, hier steht es auch nochmal anscheinend. Glückwunsch, es gibt immer noch viel zu tun. Obwohl in der Beta keine Hauptmissionen mehr verfügbar sind, bietet New York Aktivitäten und Geheimnisse, die entdeckt werden können, vor allem in der Dark Zone. Ihr werdet die größten Herausforderungen, die beste Ausrüstung und eine Menge anderer Spieler innerhalb der Dark Zone antreffen. Geht einfach nach Osten, wir sehen uns drin. Gut. Okay, das war jetzt also der Einsatz. Um mal so ein kleines Gefühl dafür zu kriegen. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Kleinen Einblick darin zu kriegen, wie die Hauptmissionen hier ablaufen.
auf jeden Fall schon ganz geil gemacht mit dem Einsatz. Ich denke, oh, geil, mit meinen Menace, mit Bounty und mit Oberst Leo oder Endzeit, wie auch immer, da wird das bestimmt richtig Bock machen, richtig Bock machen. Vielleicht lässt der Diablo sich auch noch überreden und ich sage mal so, 4-Mann-Team ist ja, glaube ich, das Höchste. Das macht bestimmt richtig Bock. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Gut, aber wir können ja jetzt erstmal unwichtigen Kram könnt ihr hier verkaufen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir nochmal ins Inventar gucken. Sie verpassen was. Hier unser Aussehen durch einfache Klamotten. Oh, guck, wir haben sogar schon ein bisschen was gefunden. Können wir uns einfach mal ein bisschen schicker anziehen. Einfach ein Beanie, einfache Schirmmütze. Ah, guck an. Okay, wir nehmen den Beanie. Alter Schwede, sah das Ding hässlich aus. Einfache Jacke, moderne Cargojacke. Was ist die einfache Jacke? Oh, die sieht gar nicht mal schlecht aus. Moderne Cargojacke. Schicker Windbreaker. Die Jacke würde mir auch gefallen. Die passt stylisch jetzt. Wir nehmen mal den Windbreaker. Ich denke mal, der hat am meisten. Macht am meisten Sinn. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Militärhose. Wetterhose. Einfache Khaki-Hose. Tracking. Wander. Ja, ich glaube, ich bleibe bei der Militärhose. Cardigan. Einfache Trainingshoodie. Okay, wir lassen den Cardigan. Wildleder-Sneaker. Ich habe Turnschuhe an. Okay. Ich denke, die Geländestiefel kommen hier auch wieder am besten. Und jetzt, nachdem wir für Shopping Queen fertig sind, würde ich sagen, machen wir uns mal auf zur Dark Zone, damit ich euch auch nochmal ein bisschen den Action-Bereich zeigen kann. Ach Scheiße, ach herrje. Keine Sorge, ich bin von der Division. Ihr braucht keine Angst zu haben. Markierte Position in der Nähe. Was ist denn hier? Hier ist Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Ach, jetzt bin ich hier in eine Nebenmission reingeraten, ohne es eigentlich bewusst zu wollen. Aber man hilft ja, wo man kann, ne? Warnung, Feindkräfte nähern sich. Von wo? Da aus der Richtung, okay. Ich brauche ein 90-Schuss-Magazin. Oder 120 oder 240. Ich brauche ein MG. Ich brauche einen Raketenwerfer, eine Atombombe. Alles. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Von der anderen Seite. Leute, aus welchen Rattenlöchern kommt ihr denn die ganze Zeit nochmal? Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Ups. Was? Warnung, Feindkräfte nähern sich. Was? Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Haben wir's jetzt? Mein Gott. Blutexplosion. Okay, ich weiß zwar nicht, ob die jetzt alle sinnvoll sind, aber ich nehme erstmal alles mit, weil wir können es ja auch wieder verkaufen, nicht wahr? Das war knapp. Gute Arbeit. Reflexvisier hellbraun. Okay, was haben sie hier fallen lassen? Hier hinten
Seht ihr oben auf der Minimap, sind noch Sachen fallen gelassen worden. Ach, immer bloß kleinere Items. Kann ich nicht gebrauchen, was? Nee. Scheint nicht so. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon ist gut. Dann gucken wir da doch mal nach. Du, wiederbelebt. Hier drin sterben schon die Leute. Ui. Rang 8. Okay, hier sind auf jeden Fall bessere Sachen. Spezialisierte Ausrüstung kriegen wir hier. Kommen Sie, ich sterbe vor Langeweile. Ja, bleib locker. Ich habe kein Geld, um irgendwas von dir zu kaufen, Mann. Lass mal ein paar Sachen, damit wir da drin auch gleich mal ein bisschen rumfetzen können. Warnung, Biogefährdung. Agent, Ihr Signal wird schwächer. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Ui. Warnung. Sie betreten jetzt die Dark Zone. Ui. Okay, hier sind ein paar Spieler. Mit denen sollte ich mich jetzt, glaube ich, noch nicht anlegen. Wir rennen mal kurz woanders lang. Da hinten wird gekillt. Wahrzeichen entdeckt, Koreatown. Ich guck mal kurz auf die Map. Okay. Großes Gebiet hier. Ach, hier sind die Abholbereiche. Was aus den Videos kennen mit dem Hubschrauber. Dort können wir die Leute im Endeffekt legen, die ihren Loot wegschiffen wollen. Ich würde sagen, ich nehme das mal grob als Wegpunkt, weil ich denke, da können wir am besten was abgrasen. Wir rennen aber mal ein bisschen außen rum. Ich möchte jetzt nicht unbedingt bei den 5000 Mannequins, die da gerade waren, rumrennen. Was ist da hinten los? Da sind wieder Agents. Oh, ein paar mehr. Was machen die da? Die fighten, ne? Aber gegen wen? Ach so. Gegen andere NPCs. Oder Elite-Gegner. Okay, er dachte jetzt, dass ich ihn angreife. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit gewesen. Ein Wasser. Ich habe ein Wasser gefunden. Okay, jetzt komme ich gerade ein bisschen von meiner Route ab. Also man kann hier definitiv auch NPCs angreifen. Die haben Loot. Die sind zu zweit. Also ich bin natürlich immer gnadenlos in Unterzahl jetzt. Aber davon will ich mich natürlich jetzt nicht unterkriegen lassen. Okay, hier kann jetzt ein Heli herkommen. Wir haben freie Hand, Baby. Oh, oh. Heiliger, du. Hui. Alter Schwede. Und jetzt gehst du mein Loot klauen, oder was? Nee, doch nicht. Angewinkelter Griff. Sehr schön.
Oh, jetzt habe ich selber was aus der Zone raus soll. Okay, das probieren wir doch einfach mal aus. Dann kann ich euch das auch nochmal zeigen. Okay, hier fängt jetzt schon was an. Für diesen Moment will ich die beiden mal leben lassen, auch wenn sie stark in der Unterzahl sind. Ich und mein Riesen-Ego würden sie so fertig machen. Agent, ich nähere mich Ihrer Position. Jetzt ist natürlich wichtig, dass ich auch aufpasse, dass mir hier keiner meinen Scheiß wegnimmt, auch wenn ich bloß so einen kleinen vertikalen Griff habe, was wahrscheinlich Peanuts sind gerade. Helikopter im Anflug! Abholung der Lieferung ist in Gang. Was jetzt? Kann ich so. Achso. Gott, das sind echt einige hier. Okay. Bestätigt. Paket gesichert. Aufnahme gesichert. Aus dem Bereich verziehe ich mich mal wieder ganz schnell. Und suche mir jetzt einfach mal ein paar gnadenlose Opfer. Was ist denn? Wir schreiten hier. Keine Bedrohung. Hier hinten war da. Oh Scheiße, da hinten sind welche. Da sind feindliche Spieler. Okay, 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 okay. Scheiße, die haben meinen Loot, die Wichser. Die sind aber zu dritt. Fuck. Hä? Haben die sich jetzt aus Versehen beballert? Okay, cool. Also einen hatten wir auf jeden Fall. Das war schon mal cool. So aus dem Spontan, die laufen und einfach mit einzugreifen und die wegzuhauen. Also die waren jetzt auch zum Glück nicht großartig stark. Da hatte ich ja nochmal Schwein. Ja, liebe Freunde, das ist also die Dark Zone. Hier finden wir den größten Loot. Natürlich habe ich jetzt noch nicht so großen Loot gefunden. Ich denke, dafür müssen wir diese Elite-Gegner töten. Das werde ich auf jeden Fall auch im nächsten Video nochmal mehr in Angriff nehmen. Erstmal danke ich euch natürlich wieder fürs Einschalten. Hoffe, euch hat dieser Einblick in die Beta gefallen. Es kommen definitiv morgen noch ein paar Videos, beziehungsweise auch unter der Woche noch von der Beta. Ich werde natürlich vieles filmen, was ich hier machen werde. Lasst mir doch mal auf jeden Fall in den Comments, wie es euch bisher gefallen hat, was ihr zu Cityvision sagt. Ob es im Endeffekt euren Ansprüchen entspricht oder ob ihr sagt, pass auf, das, was ich mir vorgestellt habe, ist es nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall echt geflasht. Ich finde es gut. Einiges ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Gerade, dass eigentlich nur in der Dark Zone die Spieler zu sehen sind oder im Spieler hat. Und nicht auch komplett auf der Karte, wo man sich missionstechnisch bewegt. Was ich doch noch einen Ticken geiler gefunden hätte. Aber, nun gut. Ich will mir das angucken, inwieweit das alles Spaß macht. Und wie lange vor allen Dingen. Jetzt in der Beta werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, da Langeweile zu kriegen. Beziehungsweise, dass es mir auf den Sack geht. Aber, man weiß ja nie, wie das denn im Endgame ausschaut. Ich bin auf jeden Fall voller Hoffnung. Ja, schaltet wieder ein. Daumen hoch würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Und ansonsten konstruktive Kritik wieder in die Kommentare. Ihr kennt das Spiel. Und ne, bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot. Are you listening?